So, was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es los mit meinem Road to Commander. Und wir fangen nochmal neu an. Und zwar sind wir jetzt Level 1. Und für die Leute, die nicht wissen, was Road to Commander bedeutet. Und zwar ist es etwas, wo ich jedes einzelne Spiel live kommentieren werde. Und das von 0, von Level 1 meine ich, bis Level 50 oder bis Level 60, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie viel Level es in Black Ops 2 gibt, habe ich zwar vergessen, aber ist gar nicht so schlimm, Hauptsache wir spielen bis zum Ende und also bis zum Prestige quasi und wir fangen wie gesagt ohne Waffen an, also ich kann mir noch nicht mal eine Klasse erstellen, kann mir also quasi gar nichts erstellen, nicht mal ein Emblem, nee, das geht nicht mal, Visitenkarten habe ich auch gar nichts, keine KD habe, ich habe quasi gar nichts, ich habe mir einen neuen Account erstellt, der nennt sich Road zum Burnage und ja, ich werde das auf jeden Fall zum Ende durchziehen, denke ich. Aber wenn mal ein Tag nichts kommen sollte, dann wundert euch nicht. Dann liegt es nicht daran, dass ich aufhöre damit, sondern das liegt einfach daran, dass ich an dem Tag halt was Wichtigeres zu tun hatte. Und ganz genau. Deswegen lasst uns einfach mal anfangen mit einem ganz normalen, geschmeidigen Team-Deathmatch ohne eine Klasse, was ziemlich nervig sein sollte. Aber ich glaube, wir müssen nur zwei Spiele spielen und dann haben wir es schon Klassen freigeschaltet, ne? Und wir spielen auf Studio eine richtig, richtig geile Map. Ist quasi bis jetzt einer meiner Lieblingsmaps, obwohl ich nicht so gut in dieser Map bin. Leider muss man natürlich so sagen. Oh, da kommt einer! Nein! Ich wollte unbedingt das erste, also als erstes einen Kill bekommen. Oh, da kommen welche, Teammates. Da sind welche. Oh mein Gott. Ah, oh, scheiße, ich habe nur eine Lauchgranate. Ah, oh, ich habe immer noch die andere Steuerung drin, ne? Da kommen welche, oder? Nee, wo sind die denn? Die müssten hier eigentlich spawnen. Sponski. Sorry, ich benehme mich. Ah! Einen Moment mal, ich stelle mir ein paar Sachen um. Controller-Vibration. Oh, okay, wir haben sowieso verloren. So, Mission gescheitert. Taktik. Okay. Das muss nächstes Mal besser laufen. Ja, auf jeden Fall, wenn wir das dann durchziehen. Und ich stelle mal kurz meine Zeit an, damit ich weiß, wie lange ich aufnehme. Habe ich voll vergessen am Anfang. So. Okay, also wir haben das Spiel mit dem 0:2 begonnen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hat es euch gefallen? Yeah. Man müsste sich das mal vorstellen. Wenn heute der 1. April gewesen wäre, hätte ich das gemacht. Und bitte noch einmal Studio. Und ich bin kein Level aufgestiegen, weil ich auch keine Punkte bekommen habe. Ist voll nervig, Alter, wenn man gar nichts hat. Ah. Vielleicht werde ich auch versuchen, mir als Ziel am Ende zu nehmen, also fürs Ende zu nehmen, eine 2,5er KD zum Ende, damit ich mir extrem viel Mühe gebe. Dann besteht aber auch die Chance, dass ich mich extrem aufrege, ne, wenn ich sterbe oder sowas. Also wundert euch dann nicht. Also ich denke, ich werde auf jeden Fall mindestens eine 2,5er KD haben wollen und eine 2er KD. Sagen wir, eine 2,5er eigene KD und eine 2er KD für den Sieg. Oh, scheiße. Für den Sieg des gesamten Teams. Also, mir fehlt jetzt gerade das Wort. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Okay. Wieder Studio. Yeah! Ernsthaft? Die Geschmäcker der Leute. Komm schon. Bild Studio. Studio! Bitte! Deine Wildport, was für ein Außenseiter. Pff. Scheiß Außenseiter. Oh, wir spielen auf Dick. Auf dem Map Penis. Ich hasse diese Map ernsthaft. Die ist so schlecht. Und dann hat die noch den behindertsten Namen. Ich weiß, was Dick heißt auf Englisch, aber trotzdem. Und wir haben zwei Splitscreener dabei. Wenn diese zwei Splitscreener im Gegnerteam sind, werde ich alles rapen. Oh nein, oder? Oh, ich dachte, das Spiel bricht wieder ab. Und die sind im Gegnerteam, ja! Splitscreener, wenn ihr irgendwelche Splitscreener seht, also Leute, die denselben Namen haben, nur mit so einer 1 dahinter, dann sind die immer meistens übel schlecht und ihr werdet sowieso eine 5er KD haben, weil die einfach nichts reißen können. Dick, wir spielen auf der Map Penis, yeah! Was? Das befindet, Dick befindet sich in Afghanistan? Ja, so sieht's auch aus, Alter. Okay, los geht's. Let's go. Wir werden Ihnen wahre Überzeugung zeigen. Wir werden Ihnen wahre Überzeugung zeigen.
So, mich auch, Alter. Oh, shit, Alter. Oh, mein Gott. Alter Schwede. Okay, jetzt aufgepasst, Leute. Gamer-Position. Oh, mein Gott, ich bin so schlecht mit diesen Klassen, ne? Weil ich einfach keine Ahnung habe, wie ich die spielen soll. Bam. Erster Kill. Easy, locker, flockig aus der Hüfte. Die sind alle in der Mitte wahrscheinlich. Da oben, da oben sind welche. Haben wir locker, flockig geholt. Die spawnen jetzt wahrscheinlich dort. Oh, rechts neben mir und ich habe noch links neben mir einen gehört. Egal, ich kill den erstmal. Komm her, komm, komm, komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus, gib mir den Kill. Ja, ja, nein, ich bin noch gestorben. Egal, egal. Danny, nicht vergessen, 2,5er KD muss mindestens drin sitzen. Mindestens. Da ist einer, da ist einer. Vielen Dank für den Kill. Easy, locker, flockig, aus der Hüfte. Ah, Killstealer. Da ist einer. Danke für den Flying Kill. Easy, locker, flockig. Hinter uns spawnen die. Da ist einer, da ist einer. Ich habe seinen Kopf gesehen. Komm, komm los, komm los, komm los. Komm los. Nein, 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 nein. Nein, was? Oh mein Gott, wie ich es hasse. Danke, dass du nochmal rausguckst. Oh mein Gott, meine Empfindlichkeit, meine Empfindlichkeit. Oh mein Gott, ich habe die vergessen umzustellen. Ja, alles wird gut, jeder ist mal auf Droge. Er wollte mir das zeigen, indem er sich dreht. Ich mach es mal auf 6. Muss noch gucken, welche Empfindlichkeit zu mir am besten passt. Nein! Boah, diese scheiß Sniper in diesem Spiel. Ich hasse die so. Ich hasse die extrem, Alter. Da ist einer, oh mein Gott. Schnell, schnell, schnell rüber. Danke für den Kill. Man muss sich immer bedanken, weil das natürlich sehr höflich ist von den Gegnern. Hier ist es ein bisschen risikohaft, hier rumzulaufen. Beide geholt, beide easy, locker, flockig geholt. Bam! Easy! Oh mein Gott, wie easy! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich zünde meine Drohne, ich zünde meine Drohne. Okay, die spawnen alle hinten, die spawnen alle hinten. Keine Panik, Leute, ich habe alles unter Kontrolle. Jetzt sind die alle da hinten, Alter. Was machen die da hinten? Gangbang oder was? Da ist einer, der spawnt. Bam. Blitzschlag. Nein, das war... Ah, scheiße. Ah. Ah, der, genau der falsche Zeitpunkt, um Blitzschlag zu aktivieren. Easy, locker, flockig. Danke für die ganzen Kills. Ah, ich will den Kill, ich will den Kill. Ich will den Kill, ich will den Kill. Ey, das ist der Fehler. Er hat nicht auf die Karte geguckt und ist deswegen gestorben. Das war quasi der einzige Grund eigentlich. Ah, da ist einer, da ist einer. Nein, 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 nein. Oh! Nein, 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 nein. Nimm das. Ah, oh, schade. Okay. Oh nein, wie funktioniert das denn normal? Ah, genau so. Voll vergessen, Alter. So, wo sind die alle? Vielleicht ein bisschen tiefer, damit wir uns nicht so schnell erwischen lassen. Verbündete Drohne nähert sich. Noch ein bisschen tiefer. Easy. Danke für die Kills. Wo sind noch mehr? Da müsste sie. Da, ach, die befinden sich alle dort, okay. So. Ganz einfach. Gehen die alle auf K oder was? Oh mein Gott, sind die scheiße schlecht. Okay, hier kann ich zoomen, stimmt. Habe ich voll vergessen. Komm schon. Zeig dich. Ah, wisst ihr was? Wir gehen einfach. Oh, er sieht mich, er sieht mich, er sieht mich. Er sieht mich, glaube ich, oder? Ne, er hat mich nicht gesehen. Alter Schwede, ich lebe noch. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Ich liege da. Guck mal, ich liege da. Er hat mich nicht gesehen. Oh, oh nein. Oh nein. Nicht hier, nicht hier, nicht hier explodieren. Oh, ich dachte, ich kann mich selber töten damit. Ich hatte gerade voll den Schock, Alter. Ich wollte ja nur kurz durchfliegen und dann sehe ich, oh scheiße, das Teil explodiert. Und ich dachte, ich kille mich selber. Oh, 24-7. 27-4. Ah, easy. Bedankt euch bei den Gegnern. Schöne Killcam, Teammate. Hast du sehr schön gemacht. Kriegst ein Snickers-Eis. Jetzt freu dich ein Keks. So, das war das erste Spiel. Ich werde natürlich weiterspielen. Ich werde alle Parts versuchen, 20 bis 30 Minuten lang zu machen. Damit das Road to Commander nicht so lange geht. Okay. Oh, nicht schon wieder auf Dix, bitte. Lass uns auf Slumsky spielen. Oh, jetzt kann ich mir Klassen erstellen, weil ich so gut war.
Oh mein Gott, wie schön. Ich freue mich übrigens auf die SWAT 556. Das ist die beste Waffe, meiner Meinung nach, im ganzen Spiel. Diese Dreierburst-Waffe ist ultra geil. Also, wenn man mit der spielen kann, dann kann man sich echt was... Naja, was soll ich einbilden? Ich will nicht übertreiben, aber ihr wisst schon, was ich meine. Nehmen wir diese Pistole hier, weil die ziemlich cool ist. Ich freue mich schon auf die B2-3R. Die ist ziemlich, ziemlich gut. So, was haben wir denn hier? Hardliner nehmen wir. So, Hardliner. Ja, nehmen wir kaltblütig. Und wir nehmen Explosionsbedingungen, damit wir schneller zu den Gegnern kommen können. Eine Semtex. Was? Ach, scheiße, wir müssen noch warten. Ich freue mich schon, wenn ich die erste Mine habe. Da kann ich mich wenigstens in Häusern verkämpfen. Scherz. Und Killstreaks kann ich noch leider nicht wählen. Ist aber nicht so schlimm. Wir werden erstmal mit der Emta spielen. Auf Schlamski. Und ja, ich habe euch ja gesagt, wenn Splitscreener zusammenspielen, dann wird das nichts. Deswegen würde ich niemals in meinem Leben auf dem Splitscreen spielen. Vor allem, ich wette mit euch, die haben irgendwie noch mehr auf einem 22-Zoll-Bildschirm mit dem Splitscreen gezockt. Das geht gar nicht klar. Also ist schon ziemlich peinlich. Lass uns die einfach auslachen, alle gemeinsam. Let's go! Unsere Tarnung ist aufgeflogen. Angriff! Hi. Mann mit Glatze. Okay, die kommen jetzt alle da raus. Eine Granate. Oh, scheiße. Ah, scheiße, ich habe keine bessere Granate. Ich gehe allein, ich gehe rein, Leute, ich gehe rein. Danke für den Kill, Sniper. Für den ersten Kill. Wo sind meine Teammates? Ich habe meine Teammates vertraut, Alter. Teammates kann man echt gar nichts mehr vertrauen. Links, links, links. Gut, hast du es gemacht. Kriegst einen Keks. Oh, da ist ein Sniper. Oh, scheiße, spring. Easy. Man muss immer springen, wenn ihr in so einer Situation seid. Springt. Weil er wird nicht erwarten, dass ihr springen werdet. Wir haben die Kontrolle übernommen. Genau wie der. Man springt immer am Springen. Oh, scheiße, ich muss... Oh, nein, nein, nein. Ich nehme meine Pistole. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Oh, scheiße, von hinten, von hinten, von hinten. Drohne nähert sich. Da, da, da. Dieses scheiß Auto. Das dauert so lange zum Explodieren. Jetzt befinden die sich alle da hinten. Kein Problem. Er versucht auch immer auf die Map zu gucken. Weil. Der spawnt da. Danke. Nein, ich habe den Killer nicht bekommen. Egal, ich habe einen. So, danke. Hinter mir spawnt er. Seht ihr? Ich habe auf die Karte geguckt. Ich habe den Kill niemals bekommen, wenn ich nicht auf die Karte geguckt hätte. Guckt immer auf die Karte. Tut mir einfach den Gefallen. Und macht einfach das, was ich sage, okay? Nein! Diese Sniper! Diese stören meine KD! Ich hasse diese Sniper, Alter. Die können nicht spielen. Ganz easy. Oder... Die sind sowieso zu blöd, um mich runterzuschießen. Und ich bin zu blöd, um die zu treffen, Alter. Nein! Ach, ich hätte tiefer fliegen müssen. Wenn ihr die Dragonfire habt, fliegt nie so hoch. Sonst wird die immer abgeschossen. Und das wollen wir ja nicht, ne? Wir wollen ja, dass unsere Dragonfire lange, lange aushält. Oder nicht? Natürlich. Oh, die spawnen wieder hinter mir. Hinter mir, Natschki. Danke für den Kill. Nachladen. Ladet übrigens nicht so oft nach. Weil das kostet nur Zeit. Danke für den freien Kill. Ich bedanke mich immer, weil es höflich... Nein! Den hätte ich unbedingt sehen müssen oder erwarten können, dass er dahinter kommt. Aber ich schätze mal, dass ich die... ja, schlechte Spielerfahrung... der ist da. Der ist dort. Da ist er! Nein, warte, Moment mal. Nicht zu lange hier sein, weil von da kann auch noch einer kommen. Von hier kommt einer. Nein, das ist... Oh, scheiße, die spawnen hinter mir. Die kommen jetzt definitiv von da, weil ich sehe... Guck mal. Woher wusste ich das? Woher wusste ich das? Wenn ihr euch das fragt. Jetzt ohne Scheiß, aber ich wusste es wirklich nur, weil ich auf die Karte geguckt habe. Da ist einer, da ist einer. Auf die Karte geguckt und schon wieder gesehen. Deswegen werde ich jetzt auch gleich einen Kill haben. Seht ihr? Easy. Der wird jetzt kommen, um mich zu holen. Oder auch nicht. Weil er nicht auf die Karte guckt. Beziehungsweise, weil er einfach dumm ist. Deswegen hat er mich nicht gekillt. Jetzt kommen die von links, von hinten links. Von da kommen die. Werfe ich schon mal eine Granate rüber. Auf jeden Fall kommen die von hier. Was habe ich euch gesagt? Was habe ich euch gesagt? Schnell eine Drohne raus. Drohne nähert sich. Und die spawnen wieder da hinten. Die Mission ist fast erfüllt. Drohne würde ich euch auch immer empfehlen, vor allem wenn ihr Anfänger seid.
Oh, easy. Schnell Blitzschlag aktivieren, damit ich sie noch erwischen kann, solange sie auf einem Punkt sind. Schnell, 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 mach schnell. Ja! Nein! Ah. Ich hasse es zu sterben, ernsthaft. Vor allem, wenn das so behinderte Gründe sind. Die ohne, die richtig leicht verzichtbar gewesen wären. Ich weiß nicht, von wo die jetzt kommen. Ich verstecke mich jetzt einfach hier kurz. Ich glaube, von da, ich glaube, die kommen. Von hier müssten die eigentlich kommen. Weil hier wirklich keiner ist. Da ist einer. Aber da kommen die nicht her. Hier kommen jetzt ein paar. Nein, 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 schnell weg, schnell weg. Leer geschossen. Okay. Gut gemacht, Teammates. Ich bin stolz auf euch. Kriegt einen Keks. Der wird jetzt rausgucken. Oder auch nicht. Werf mal eine Semtex dahin. Eine Granate, meine ich. Hab ja keine Semtex. Sind mit den Semtex wesentlich besser. Nein, nein, runter. Hier, runter. Ah! 24, 25. Wenn ich sehe, ich gucke mal kurz, was meine KD in den zwei Spielen war. Ich mache wahrscheinlich noch ein Spiel, weil. Es uns zu kurz geht, weil die Spiele einfach zu kurz gehen, weil ich in der Lobby bin. Scherz. Ich will meine KD unbedingt halten. Je besser ich am Anfang spiele, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine KD schlechter wird. Später, im späteren Verlauf des Spiels. Beziehungsweise das Road to Commanders, meine ich. Was haben wir freigeschaltet? Okay, alles klar. Nehmen wir uns mal hier schneller zielen. Rotpunktvisier bevorzuge ich nicht so oft diese Waffe. Ich bevorzuge eher das Standardvisier. Tarnung haben wir auch noch keine. Die schalten wir erst später frei. Kaserne. ...52 Kills und 10 Tode. 5,20 KD. 8 Assists. Die zählen allerdings nicht. Ja gut, das ist erst nur für den Anfang so. Und der beste Spieler hatte gerade eine... Das ist auch ganz gut. 8.414 Kills. Nicht schlecht. Kann ich mich ja nicht beschweren, ne? Okay, wir spielen jetzt mal auf Hijacked. Und wir spielen trotzdem nochmal mit der Emta. Übrigens, schreibt mir durch in die Kommentare, welche Waffen ihr als nächstes sehen wollt. Dann werde ich durch mit der Waffe spielen. Klassen von euch werde ich allerdings nicht nehmen, weil ich meine eigenen Klassen bevorzuge und nicht auf der KD spiele. Wenn ich nicht auf KD spiele, könnte ich oder hätte ich auch eure Klassen benutzen können. Aber da es nicht der Fall ist, könnt ihr mir nur die Waffen sagen. Mit vielen verschiedenen Waffen werde ich spielen, weil ich bin ja nur nicht nur eine Waffe gut, sondern mit mehreren. Aber ihr wisst Bescheid, ne? Let's go! Nicht vergessen, schnell und aggressiv. Hier schieße ich eigentlich immer ganz gerne durch, aber im Moment ist es eine Munitionsverschwendung. Deswegen, was ich machen werde, ist mich hier anlegen. Und ich weiß, dass gleich ein paar Leute da kommen werden noch. Aber ich gucke jetzt hier raus und jetzt nach da wieder. Schön durch die Wand geschossen, um zu gucken, ob da einer rauskommt. Nein! Okay, das Problem war an der Sache, war einfach, dass ich nicht genug, ja, dass er einfach auf mich dort gewartet hat, weil er wusste, dass ich da rauskomme. Und ich es nicht wusste. Da ist einer, da ist einer. Seht ihr? Ich wusste, dass er da rauskommen wird. Ich wusste es. Genauso wie ich weiß, dass er jetzt so auf mich... Wow! Okay, das war jetzt extrem unerwartet. Das war jetzt ultra unerwartet. Das ist mein Teammate in Ruhe. Oh, scheiße, hat mein Teammate doch bekommen. Oh, oh. Oh, nein, nein, nein. Das war eine knappe Geschichte. Oh, dieses Spiel wird ein hartes Spiel. Das sehe ich schon kommen. Die Gegner spielen extrem aggressiv. Ja, genau, geholt. Geholt. Easy locker. Oh, hinter mir. Nein, hinter mir. Ich wusste es so genau. Ja, das war gut, weil ich habe ihm noch Schaden hinzugefügt. Na, scheiße. Ja, da hat er einfach einen Vorteil gegenüber mir, weil er wusste, dass ich da stehe. Hat einfach durch die Wand geschossen. Aimbot oder was? Dannybot. Granate. Hier rauszugehen wäre Selbstmord. Aber mich umzudrehen ist auch Selbstmord. Ach scheiße, wir werden hier voll misshandelt gerade. Ah, da ist einer die ganze Zeit, Alter. Was ist denn los bei dem? Alter, da ist einer die ganze Zeit. Ich hebe mal eine andere Waffe aus wegen Munitionsmangel. Die Waffe ist auch extrem geil. Vor allem sieht die in Gold cool aus. Na scheiße. Nein, meine KD, Alter. Also ich hole jetzt nicht immer wegen der KD rum oder sowas, aber ihr wisst Bescheid. Ich will eine gute KD zum Schluss haben.
So. Da ist einer. Nee. Nein! Er ist erledigt. Ah, was hätte ich denn in dieser Situation machen sollen? Am besten gewartet, mich einfach hingelegt, dann hätte ich ihn noch bekommen. Aber ich bin ziemlich ungeduldig. Deswegen, habe ich keinen Bock zu warten. Und ich wusste, dass ich sterben werde. Jetzt kommt einer von da bestimmt. Schnell ein bisschen reinschießen, damit wir sicher gehen, dass keiner von da kommt. Von hinten können die kommen, von hinten. Die spawnen hundertprozentig. Ich wusste es! Habt ihr gesehen? Ich wusste es, weil ich gesehen habe, dass sich kein Teammate dort befindet. Oh, scheiße. Okay, von hinten kommt keiner. Die kommen jetzt alle von vorne. Okay, das geht alles irgendwie ziemlich pervers und zweideutig. Spring, spring. Schnell rein. Um sich. Nein, links. Nein. Ah, scheiße. Ach, Mann, 15 zu 9. Kommt schon, Teammates. Wenigstens gewinnen wir das. Das Wichtigste ist auch, das Spiel zu gewinnen, damit meine End-KD besser ist. Und damit ich mehr Punkte bekomme und natürlich schneller das Ende erreiche. Wir wollen das Road to Commander ja nicht 2 Tage lang hinziehen. Ich meine, 2 Jahre. Scheiße. Kommt schon, Teammates. Wir müssen gewinnen. Gib Gas. Ich wünschte, alle wären deutsch und ich könnte mit denen reden. Also es ist jetzt nicht so, als könnte ich kein Englisch oder sowas. Aber ich glaube, ihr wisst... Die haben Orbital, wir haben Orbital! Okay, das Spiel ist gewonnen, Teammates. Das Spiel ist gewonnen. Das Spiel ist gewonnen. Was? Oh, ich hasse es, wenn ich während dem Orbital sterbe. 15-11, dieses Spiel ist gar nicht gut für mich. Aber ich schätze mal, jeder hat seine schlechten Spieler. Also was soll's, aber trotzdem. Es muss echt nicht sein, weil die Gegner sind nicht gut. Ich mache einfach nur behinderte Fehler die ganze Zeit. Verbündete Drohne. Die wissen, dass wir Orbital haben. Und deswegen spielen sie defensiv. Da kommt einer. Die spawnen jetzt alle da hinten. Nein! Auch hätte ich mit meiner schönen Dreierbusswaffe gespielt, hätte ich die alle wegholen können. Obwohl die Ämter richtig eine richtig geile Waffe ist. Da oben ist einer. Bye bye. Scheiße. Ja, wir haben gewonnen. Okay, das Spiel war nicht, war nicht so gut für mich. Aber es ging auf jeden Fall. Ich bin zufrieden. Auch, wie gesagt, die ersten 2 Spiele waren halt gut. Nicht jedes Spiel kann gut laufen. Vor allem in Road to Commander müsst ihr euch dann gewöhnen, dass es mal das ein oder andere Spiel nur wieder geben wird, was nicht nach meinen Vorstellungen laufen wird. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuende schauen. Wenn ihr euch auf die nächsten Folgen freut und euch der erste Part gefallen hat, dann vergesst nicht, es unten mit dem Daumen nach oben zu bewerten. Und schreibt mir durch eure Waffenklassen und so weiter und so fort oder Themen, über die ich reden soll. Werde ich wahrscheinlich nicht immer tun können in Road to Commander über Themen reden, weil einfach das zu viele paar Folgen geben wird und so viele Themen gibt es einfach nicht. Deswegen werde ich mich eher so aufs Gameplay beziehen und abonniere jetzt meinen Kanal, um ein Sneakers Eyes Crew-Member zu werden. Und dann sage ich nur noch ciao, ciao. Es gab ein paar Probleme an diesem Abend, beziehungsweise ich habe wirklich am Freitag und am Samstag durchgefeiert. Und es war quasi so. Also, ich habe ja so einen Kollegen kennengelernt.